herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Dieses Video wird höchstwahrscheinlich ein Lost Place Video werden, ja. Hoffentlich. Aber auch grundlegend so der Beginn unseres Urlaubs. In der Rehe. Ganz viel, oh, mega viele. Bestimmt 20 Stück oder so. Mhm. Genau, wir sind nämlich auf dem Weg nach Dänemark und dann weiter nach Schweden und wir wollen auch noch einen Abstecher nach Norwegen machen. Und auf jeden Fall haben wir jetzt in Dänemark kurz hinter der Grenze ein Lost Place, was sozusagen unser Ziel ist. Und wenn wir wenn wir da hinkommen, wenn der noch da ist und alles so, also man da ohne Probleme hingehen kann, dann wird der Start des Videos, nein, nicht des Videos, dann wird der Start des Urlaubs ein Lost Place Video. Und wenn nicht, dann wird es einfach jetzt ein ganz normaler Vlog. Und ja, wir haben dann eine Unterkunft in Dänemark. Die können wir euch dann nachher zeigen, wenn wir dort sind. Das ist irgendwie ein Schloss mit Museum und irgendwie so Freilaufpfauen und sowas. An der Küste, welches Meer ist das da oben? Ist das Ost- oder Nordsee? GPS-Signal. Okay. ich weiß nicht, was das für eine Küste ist. Wo denn da oben? Na, oben an der zweiten Insel von Dänemark sozusagen, an der oberen Küste. Ist ja auch egal, wir werden es noch rausfinden. Genau. Und wir fahren jetzt erstmal noch ein Stück, ich glaube, es ist, warte mal, eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. Und ja, dann melden wir uns, wenn wir dort sind und hoffen natürlich, dass es eine Location wird, die wir auch gleich jetzt direkt, also dass wir die auch wirklich besuchen können, dass es nicht jetzt so ist, hier das erste Ziel und dann wird es gleich nichts. Und ja. Also nicht, dass mit diesem komischen Bockel da, der da rumsteht. Nee. Okay. Ach so, wir können es ja sagen, was ist ein Freizeitpark. Ich glaub, also, hast du schon gesagt, egal. Ja. Ach so? Ist egal, wenn die nicht, haben wir es jetzt gesagt. Ja, wir hoffen, das wird was und wir melden uns wieder, wenn wir vor Ort sind, selbst wenn es nichts wird. Und ja, wir hoffen, es wird ein schöner Urlaub. Wir sind insgesamt knapp 2 Wochen unterwegs. Ja, und nehmen euch gerne mit. Möchtest du noch was sagen? Nö, eigentlich nicht. Hast okay. Du was gesagt? So, wir sind in Dänemark und wir sind, naja, ich weiß nicht, wie weit entfernt, aber in der Nähe unseres Zielobjektes. Und zwar ist es so, dass man da, also auf der Karte sah es aus, wie man direkt hinfahren kann. Ich weiß nicht, ob ihr unser Video kennt von ja, einem anderen verlassenen Freizeitpark in Dänemark, der auch nicht so weit weg ist. Wir können eben das hier so, wie nennt man das? Ja, dass das hier oben so aufploppt. Ja, genau. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber da war es nämlich so, dass wir eigentlich mit dem Auto direkt auf den Parkplatz, wo ist ein Storch? Ja, auf jeden Fall war es so, dass wir da mit dem Auto direkt eigentlich auf dem ehemaligen Parkplatz auch geparkt haben. Sodass wir dann nur noch durch die, also nicht mehr vorhandene Eintrittsschleuse da gehen mussten und da direkt da waren. Und hier ist es jetzt eben so, dass wir nicht so nah rankommen. Hier ist so eine Straße gewesen, die normalerweise hingeführt hätte, aber da haben die so ein Tor einfach drüber gebaut. Und also Erdhaufen raufgeschüttet. Ja, genau, also keine Chance. Und man sieht aber von hier aus auch noch nichts. Wir sind jetzt hier auf so einem Radweg oder Wanderweg oder irgendwas. Also da darf man auch lang, zumindest zu Fuß und mit dem Fahrrad und so. Ja, und der führt dran vorbei. Also ins nächste Dorf sozusagen und ja, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir von hier aus was sehen. Okay, pass auf. Ich bin auf dem Gelände. Man kam mir gut rein. Philipp ist mit dem Kleinen draußen und hier ist die ganze Zeit so ein Traktorgeräusch. Ich habe Angst, dass er hier gleich irgendwo um die Ecke kommt, weil der ehemalige Parkplatz
der ist schon umgepflügt. So, ihr seht hier diese Dinge. Hier ist wirklich nicht mehr viel. Hier drüben ist noch was, die Burg. Aber ansonsten ist, glaube ich, der größte Teil weg. An sich sieht es ja noch relativ gepflegt aus. Als wir da gerade, also bei unserem Auto wieder waren und überlegt haben, was wir machen, kam hier einer mit dem Auto gefahren, so ein Anwohner. Und ja, keine Ahnung, der hat uns einfach nur gegrüßt, ist weitergefahren. Und von da hinten kommt das Geräusch. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, vielleicht kann ich auch ranzoomen, hier ist so ein Acker. Und da, den pflügt er, glaube ich, gerade. Deswegen muss ich aufpassen. Das klingt, wie wenn der voll nah ist. Ich gehe erstmal hier in die Burg. Ja. Also ich glaube, hier wurde einfach alles abgebaut. Bereit. Boah, der ist so laut, der Traktor. Ich scheiß mir bestimmt gleich ein, wenn ich den sehe oder so. Ja, ich sehe den. Okay, Moment, Leute, ich muss hier mal eben wieder in die Burg zurück. Nicht, dass der mich jetzt sieht. Wo ist denn der? Okay, jetzt gerade sehe ich den nicht. Aber ich höre auch Leute. Okay, ich sehe die Rücklichter vom Traktor, das ist schon mal gut. Das heißt, er kommt zumindest nicht auf mich zu. Boah, ich scheiße mir so voll ein. Ich meine, im Prinzip, wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Hier war alles offen vorne, hinten, überall. Aber trotzdem, ich habe, weiß nicht, ob ich euch jetzt den Teich hier gezeigt habe, aber ja, und hier war man wahrscheinlich viel mehr und die verarbeiten das jetzt alles so zu ja, Ackerflächen oder so. Oh, ich habe keine Ahnung. Hier, das ist der Acker, der da hinten rumging, den ich euch gezeigt habe. Und am ganz anderen Ende davon sozusagen ist der Traktor. Ja, die Burg habt ihr gesehen. Ich glaube, mehr ist auch nicht da. Man kann nämlich, also ich konnte jetzt hier ja überall so ein bisschen durch die Bäume gucken. Und das Einzige, was man an Gebäuden wirklich gesehen hat, von außen und von da, wo ich jetzt war, war diese komische Burg. Ja, und alles andere ist wahrscheinlich schon weg. Hier war einiges mit Wasser. Habt ihr diesen Teich da hinten gesehen und so? Und ihr habt, nee, habt ihr nicht gesehen, aber wir waren hier hinten und haben, wo noch so ein anderes Wassergefährt irgendwas eigentlich hätte sein müssen, geguckt. Da war auch nichts mehr. Ja, aber bis vor kurzem stand hier noch einiges. Und ja, ich gehe jetzt erstmal wieder zum Auto zurück. Ich weiß nicht, ob Philipp bei der Burg noch Bilder machen will. Es ist natürlich ein echt cooles Motiv. Ich sage jetzt mal so, ich bereue gerade ein bisschen, dass ich meine Kamera jetzt nicht mit hier habe. Aber mit Kamera hätte ich auch nicht so schön rennen können und alles. Und ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Die kleine Kamera kannst du ja auch mal schnell verschwinden lassen. Ja, aber ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, dieses verlassene Burgteil und dann dieser Teich dahinter. Wäre ein schönes Fotomotiv. Weiß ich nicht, ob Philipp da sich das nochmal angucken will. Oder ob wir sagen, hier komm, wenn der Trecker da rumfährt. Weiß der nicht. Vielleicht haben wir jetzt eine Sekunde erwischt, wo der nicht da war. Ja, aber ihr habt es gesehen. Es ist nicht mehr viel da und ich habe es gesehen und ja, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zum Auto. So, schaut mal, wo wir sind. Falls ihr seht, hier ist ein Pfau. Wir sind angekommen. Hier rechts. Hier ist das Schloss, wo wir übernachten werden. Und das ist jetzt schon der dritte Pfau, den wir hier gesehen haben. Es ist voll krass, die laufen hier einfach so rum und hauen nicht ab.
Der sieht so süß aus. Ja, also wie ihr schon gehört habt, wir sind an unserer Übernachtung angekommen. Wir haben so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Nennt man sowas Loft? Weiß ich nicht. So eine 100 Quadratmeter Wohnung, die aber im Prinzip nur aus einem Raum plus Bad besteht. Also die Küche ist praktisch mit in dem Schlafzimmer und alles. Zeigen wir euch sofort. Wir suchen jetzt einen Parkplatz. Wir hoffen jetzt, hier ist dann noch jemand, der uns empfängt oder so. Entschuldigung. Ja, so, wir haben unser Zimmer, Apartment, was auch immer bezogen. Und ich zeige euch eben mal alles. Ich bin jetzt hier, ich habe genau in der Mitte angefangen. Also hier ist das Badezimmer. Das finde ich auch eigentlich echt schön so. Das ist grundlegend in Schwarz gehalten. Und ja, nee, das gefällt mir. Also das ist schön. Ist das Fenster zu? Ja. Falls ihr es gerade gehört habt, hier hat so ein Pfau geschrien. Ja, hier ist das Bett. Das sieht zwar mega schmal aus, aber das sieht auch richtig, weiß ich nicht, so wie wenn das... Ach du Scheiße. Drehst du dich einmal in der Nacht, bricht das Bett zusammen. Dann haben wir hier die Küche mit allem, was man so braucht, außer einer Herdplatte. Oben auch. Ach ja, stimmt. Na, dann ist tatsächlich doch alles da. Die Fenster hier sind auch echt cool. Ja, und hier hinter den alten Gammelbäumen, da steht unser Auto. Wieso? Weil das ist Rückenmassage-Düse. Echt, habe ich gar nicht gesehen. Aber es stinkt irgendwie, das Bad. So. Ich laufe jetzt hier mal so lang. Der Kleine ist gerade hier. So, hier geht's rein. Also hier unten kann man Schuhe ausziehen und sowas. Genau, dann ist hier ein Sofa. Hier hinten hängt ein Fernseher. Ich kann euch das aus der Nähe zeigen. Und hier sind dann nochmal so Sitzmöglichkeiten. Und hier oben gibt es uralte Balken. Das sieht so schön aus. Also es ist wirklich, wir haben hier diese ganze Dachetage. Richtig schön. Und ja, wir werden jetzt erstmal, denke ich mal, alles Nötige reinholen. Ich habe das irgendwie voll verlernt, wie ich die Kamera hier halte, wenn ich erzähle, weil wir das schon vor langem irgendwie nicht mehr hatten, so einen normalen Vlog oder so einen Reisevlog oder sowas. Auf jeden Fall holen wir jetzt erstmal das rein, was wir brauchen. Dann kriegt der Kleine Abendbrot und danach fahren wir nochmal in den Supermarkt. Hier gibt es so ein Netto, dieser mit dem Hund, also wir nennen den Hunde Netto, der kommt ja aus Dänemark, theoretisch. Von daher müssen wir uns nicht wundern, dass es den hier auch gibt. Der hat bis 22 Uhr offen, weil jetzt ist, glaube ich, um 8 oder so. Und dadurch, dass der Freizeitpark ja mehr oder weniger verfallen war, ist das jetzt hier auch mehr ein Vlog geworden. Aber ja, wir hoffen, das ist nicht schlimm. Also, wir waren gerade einkaufen in, wie gesagt, so ein Hundenetto, aber wir waren eine halbe Stunde vor Schließung. Wir hatten keine Kamera mit, aber ihr hättet es sehen müssen, es war der absolute Ramschladen. Wie so Chinesen. Nein, Tschechen. Tschechenmärkte. So gefühlt an der Grenze, diese Märkte. Ja, da wo es halt die besonderen Cola-Sorten und sowas gibt, gab es hier auch. Aber es war so voll gestopft und. Aber trotzdem cooles Zeug. Ja, es gab viel Auswahl auf mittelgroßer Fläche, deswegen war das wahrscheinlich so gestopft. Auf jeden Fall haben wir chinesische Nudeln. Wir haben sehr große Blaubeeren. Dann haben wir für morgen früh so ein Brot. Das sieht echt cool aus. Noch irgendwas hier schon ausgepackt? Nee. So, dann haben wir Haribos. Irgendwie waren da so Sorten drin, die ich nicht kenne aus Deutschland und deswegen dachte ich, ist das voll cool. Vor allem sind das mehrere Sorten, weil es sind ja so kleine Tüten. Dann dachte ich, ist voll cool, mal vielleicht hier so dänische Gummibärchen oder sowas zu probieren. Und ich habe gesagt, seltene Cola-Sorten. Hier gibt es Himbeer-Cola. Wie cool ist das denn? Dann habe ich noch Cashewkerne. Ja, ich weiß nicht, für wann die sind, ob die einfach so mal zum Naschen sind, aber
Dann für morgen früh Müsli. Und das haben wir nicht gekauft, das ist unser Wasser. Wir haben noch irgendwas gekauft. Ah ja, hier. Philipp hat sich so einen Gammelkäse gesucht. Die riecht bestimmt sehr gut. Ach, hier ist die Avocado. Also noch eine Avocado für morgen früh aufs Brot. Und eigentlich wollte ich euch gerade das hier als Avocado verkaufen. Das ist nicht ganz eine Avocado. Ich glaube, das war's. Also ich finde, ich hoffe, du findest es auch, ein sehr schöner erster Urlaubstag. Ja. Und wir sind gespannt, was die restlichen 11 Tage noch so zu bieten haben. Yeah.